Ja, ein Servus aus München. Grüß euch. Wir sind hier auf einem bis dato geheimen Event. Jetzt ist es nicht mehr so geheim, weil jetzt seht ihr es jetzt auf YouTube bzw. bei uns auf dem Blog. Marco und ich sind hier in München und präsentieren euch heute exklusiv das brandneue Huawei Nova. Der Marco wird euch dann die ganzen Specs und es gibt eigentlich eine sehr große Überraschung präsentieren. Ja, Marco? Ja, ich würde sagen, legen wir los. Viel Spaß mit dem Video. Also, viel Spaß. Ciao dabei. Ja, und das sind die beiden Farben. Vorgestellt wurde heute das Huawei Nova 9, ein Gerät im Midrange-Bereich, allerdings da ganz oben, also im Top-Midrange-Bereich quasi. Schickes Gerät mit einem OLED-Display, 6,57 Zoll. Schön zu den Seiten hier wieder abgerundet, also ein schickes Design. Vorne mit dem Punch-Hole mittig für die Frontkamera und hinten charakteristisch, Geschmackssache ist das ja immer, wie das Design ist. Ich finde es deshalb auf jeden Fall erwähnenswert, weil es mal wieder ein Unique-Design ist. Das heißt, hier erkennt man Huawei definitiv als Hersteller wieder anhand dieses Designs. Ja, kommen wir zu ein paar technischen Daten von dem Gerät, mit denen fangen wir an. Das Nova 9 hat einen Snapdragon 778G eingebaut mit 4G-Modem. Es gibt also keine 5G-Variante. Allerdings muss ich auch sagen, Midrange-Bereich spricht jetzt nicht so die Premium-Kunden an. Und ob da so viele 5G-Verträge verkauft werden, beziehungsweise ob man 5G als Non-Standalone momentan wirklich schon braucht, ist dann auch wieder die Frage. Wie gesagt, eure Entscheidung. Ansonsten haben wir 8 GB RAM, haben 128 GB internen Speicher, haben Dual SIM, was ja für viele heutzutage wirklich auch wichtig ist, weil teilweise getrennte Mobilfunk- und Datentarife. Das ist schon ganz schick. Und vor allem die große Überraschung, von der Rainer sprach, das ist die Software. Denn das Nova 9 ist das erste Gerät mit EMUI 12 und noch eine Überraschung, wir setzen noch einen drauf. EMUI 12 basiert auf Android 11. Endlich, also das lang ersehnte Update. Und das Nova 9 macht den Anfang. Weitere Geräte sollen werden folgen, dazu aber dann an anderer Stelle mehr. Ja, und ihr habt jetzt auch schon die beiden Farben gesehen. Es gibt einmal schwarz mit polierter, glatter Glasrückseite und wirklich schick, Starry Blue nennt Huawei diese Farbe. Das ist so ein schönes, leichtes Blau. Das Besondere, ich weiß nicht, ob man es hier sieht, das ist so sandgestrahlt. Hat auch eine leichte Kontur, liegt auch deutlich besser in der Hand als so ein glattes. Wobei das hier jetzt auch nicht glatt rutschig ist. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schick. Und ich hatte schon angesprochen, Kamera. Auf jeden Fall wieder ein Unique Design. Das heißt, man erkennt hier den Hersteller, was ja heute bei vielen Smartphones nicht mehr der Fall ist. Ich tue mir schwer damit, teilweise zu erkennen, von welchem Hersteller das ist. Was wir hier haben, ist nicht nur ein schönes Design. Wir haben eine 32-Megapixel-Hauptkamera, eine 8-Megapixel-Kamera und zwei 2-Megapixel-Kameras. Wir haben sowohl den Makrobereich abgedeckt, als auch den Ultra-Weitwinkelbereich abgedeckt. Und zusammen mit den Software-Features, die es dazu gibt bei der Kamera, hat man damit ein richtig gutes, qualitativ hochwertiges Gerät im Midrange-Bereich. Denn Huawei gönnt auf Softwarebasis dem Nova 9 all das, was ansonsten den Premium-Geräten vorbehalten war. Also diese Themen wie XD Fusion Engine, wie RYYB-Filter, also da hat man das Gelb anstatt das Blau genommen, 4:1 Spinning,
Ich verlinke euch auf jeden Fall unter dem Video bzw. im Artikel noch, noch einen Artikel, in dem ich das alles erklärt habe. Das ist schon echt High-End, wenn man nämlich bedenkt, dass mittlerweile gut 50% der Bildqualität aus der Software kommen, dann ist all das nicht zu vernachlässigen. Guckt also nicht nur nach den Megapixeln, guckt nach dem Gesamtpaket und da verspricht das Nova 9 zumindest auf dem Papier einiges zu liefern. Ansonsten, damit ihr auch lange was von dem Gerät habt, gibt es noch einen 4300 mAh Akku und wie schon gesagt, EMUI 12 auf Basis von Android 11, AOSP. Logischerweise, die Google-Dienste sind immer noch nicht dabei. Aber, was viele sicherlich schon kennen von Harmony OS, es gibt das getrennte Steuer- und Benachrichtigungsfeld. Hier könnt ihr dann schön hin und her swipen. Und hier in dem Steuerfeld, wie gesagt, kennt ihr aus meinem Harmony OS Artikel, da habt ihr die Übersicht mit der Wiedergabe, Device Plus, die verbundenen Geräte und wenn ihr eingeloggt seid mit eurer Huawei-ID, seht ihr hier unten noch die Geräte, die ihr in AI Live verbunden habt. Das Ganze wird unterstützt von einem 4300 mAh Akku, der euch dann auch ordentlich Laufzeit verspricht. Hier auch bei den Ordnern so ein EMUI 12-HarmonyOS Feature, größere Ordner, also der Individualität bei eurer Desktop-Gestaltung, der Produktivität sind da keine Grenzen gesetzt. Ja, last but not least sind wir euch natürlich noch den Preis schuldig. Das Nova 9 kommt in den deutschen Handel für 499 Euro. Ganz interessant auch hier wieder, wie ihr es von Huawei kennt, die Vorbestelleraktion. In den ersten Wochen gibt es die Huawei FreeBuds Pro dabei, haben eine UVP von 179 Euro, haben wir auch getestet, haben mir sehr gut gefallen. Auch da gerne mal in den Testbericht reinschauen. Also wer sich für das Nova 9 entscheidet, sollte auf jeden Fall diese coolen In-Ear-Kopfhörer mit dazu nehmen für lau. Ja Leute, das war's wieder von uns. Danke an Marco für die wie immer hilfreichen Details und technischen Spezifikationen. Natürlich werden wir das Gerät für euch ausführlich testen, in gewohnter Huawei-Blog-Manier, wie ihr es von uns kennt. Und ja, bleibt uns einfach nur zu sagen, ciao, tschüss, baba, servus aus München.